So, weiter geht's. Ich habe jetzt kurz mal was geändert. Ich versuche es jetzt mal mit Herbox, da wird zwar meine FPS so runtergehen. Aber ich hoffe nicht so schlimm. Nehmen wir mal die Quest an hier. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich: Meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Interessant. Und was geschah dann? Super. Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Ich bin gespannt auf die Geschichte. Damit ab. Und so ist das. Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Seine Kehle, er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte, Scheiße. Mein Lieber? Nichts, nichts. Seine Kehle, er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Bist du immer noch gut, ins Gebäude zu gehen? Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ah, das ist klarig. Ja. Licht. Dokumente. Fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ja. Scheiße, da konnte man nicht kommen. Hier, deine Bratpfanne.
Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Ich brate mir einen Weißfisch zum Essen. Schneller Quest, aber süß. Na komm, bitte. Komm schon! Ja, die kann man anzünden, ne? Explodieren die dann? Oh ja, das tun sie. Mann, sehen die Effekte gut aus. Gott, das sind tausende Sachen. Habe ich schon gesagt, dass Herox es manchmal hinkriegt, dass die FPS bis auf 30 runtergeht. Aber nur manchmal. Ich hoffe, es bleibt mir dabei. Putzig. Langsamer. Hasse die. Ah, das ist da unten, dieses Gamepage da. Herr Igloir! Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Genau. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Ich schätze, euer Hauptmann hat Arbeit für mich? Das hier ist die Armee, Nordling. Da gibt es nichts zu schätzen. Zum Turm! Der Stuart ist in Novigrad.
Oh, die sind mit ihren scheißen gotischen Glücksspatzen auch ab. Es diese Firin. Laut Esse Ulfeidan an Moeras. Esse Druck Moeras. Esse Jondre et Meker. Wir müssen ein Teil eurer Kasse regulieren. Oh, die Sonne steht. Wahnsinn. Ich weiß, dass in euren Speichern nicht mehr viel... Aber Soldaten sind auch nur Menschen und müssen essen. Ja, Exzellenz. Ist das ein Waffenschmied? Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vorm Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort? Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen? Kannst du das auch? Ach nee, ist auch wieder ein Rüstungsschild. Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Oder? Nee. Der kann das Ding für mich basteln, ja. Das sieht um einiges besser aus als meine derzeitige Waffe. Geil. Wie ist die Moral hier im Lager? Denkt ihr, dass ihr gewinnen werdet? Ah, also doch ein Spion. Oder einer, der Ärger machen will. Gottes Ich bin nur neugierig. Na schön. Du kannst allen sagen, dass wir diesen Krieg gewinnen werden, weil Radovid verrückt ist, wie alle wissen. Und weil wir eine sehr gut ausgebildete und ausgerüstete Armee haben. Apropos, bist du hier, um was zu kaufen? Zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Ware. Ob die Hose ist besser als meine. Das Schwert ist sofort. Bis dann. Sofort anlegen. Tschak, tschak. Was ist eigentlich dieses? So. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, wat gern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es, was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn, dann werde ich sehen, was ich tun kann. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen.
Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Genau. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut, Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Tumira und Mislav. Danke. Esorn Jagten. So, dann werden wir mal gucken, wo sich das sind. Okay. Schon von der Freiheit-Brigade gehört. Oh, komm. Nein, wirklich. Na, das wollte ich jetzt nicht. Hier gibt es überall noch was zu entdecken, ey, das gibt's mal. Wahnsinn. Ach, hier waren wir ja schon mal. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Knochen, Pferd, Hund, Mensch. Einige Monatsvorräte. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an dem Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Ab
Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Sandur. Bis ich dann. Naja, machen wir erstmal weiter. Achso, ich muss erstmal in eine schnelle Reise kommen. Was ist das jetzt? Sturm? Was zum Teufel? Wie quer liegen hier die Bäume? Würde man total abkacken. Die Pflanze. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Aha. Na gut, das nennt man Zufälle. Das kommt davon, wenn man alles entdecken will. Los, los! So. Ich muss kurz eine kleine Pause einlegen. Es kommt ein Kumpel vorbei. Tja, Studium geht leider vor. Was will man machen? Und so ist eben das WG-Leben. Lauf, Plätze! Na komm. Viel. Hab gerade im Video auch im Internet gesehen, dass man die Grafik jetzt wieder verändern kann für alle, die es ein bisschen zu bunt ist. Aber
Ich finde das gar nicht so störend. Obwohl es mich auch erstmal irritiert hat. Mach langsam. Oh, schon wieder ein Quest. Weiter so, Plätze. Na, den müssen wir wohl oder übel annehmen. Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht... Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Hä? Ich wollte noch gerade verfolgen, den Quest. Ach. Ja. Ah, das kennt man doch. Aus verschiedenen Trails. Wagenspuren. Sie führen in den Sumpf. Zum Sumpf. Da ist der Wagen. Na komm. Scheiß Vieh. Interessante Geräusche. So, das ist so ein Bienennest. Cool. Die konnte man doch mit einem Ort. Konnte man die runterschmeißen. Kann man ausprobieren. Oh ja, konnte man. Das sind ja wieder Bienen. So. Der Wagen ist mit Pfeilen geschmiedet. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Scheiß Leichenfresser. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt.
Boah, das kostet ja ganz schön weh. Oh, die waren ja auch drauf. Hat er nicht erwähnt. Das ist die blöde Kette. So ist die kleine Schachtel, die wird wahrscheinlich eigentlich nicht hier im Randgebiet liegen, sondern eigentlich in der Nähe von dem Lebenpfad. Ach hier. Das wirst du sagen. Nee. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Ich bin anscheinend schon wieder zu doof, die Dinge zu finden. Wieder so blind. Wieso finde ich die, ne? Bin ich wirklich so schlecht? Anscheinend. Wir gehen jetzt erstmal diese scheiß Bienen auf den Sack. Weg damit. Oh, hau jetzt ab. Hä? Was ist das hier? Ja. Ist oben. Oder ist das hier oben was? Oder ist hier das hier? Ah, hier. Oh. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Dann bring ich mal die Frau zurück. Ja. So kann man sich auch schlecht anstellen. Mal gucken, was er dazu sagen hat. Oh, und? Hast du die Schachtel? Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht, mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört, wie ich dein Herz höre, das klopft, wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Oh, das lädt jetzt aber gerade lange. Los, los! Na komm zurück.
geht doch. Das war zwar nicht gerade schwungvoll, aber... Ich muss ihn hier wegbringen. Wach auf. Vor der Wahrheit kannst du nicht davonlaufen. Nicht mal davon reiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergefreiter Hans Germer, 6. Temerische Division, 2. Regiment. Entlassen. Aber noch aktiv. Im Untergrund. In den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament. Unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen. Dann überleben sie vielleicht und können für einen freien Norden kämpfen. Eigentlich mich nur einmischen. Bin ich ein Arschloch? Bei Krieg bin ich ein Arschloch. Du kannst gehen, aber das Medikament behalte ich. Nilfgaard wird dich sowieso finden und töten. Wozu es verschwenden? Nimm es und erstick dran. Nun gut. Dann war's das für dieses Mal wie schon wieder. Bis zum nächsten Mal.